Die Sendeanlage Biesenberg in Niederösterreich bei Wien ist seit heute Geschichte. Denn vor 2 Stunden ist Österreichs höchstes Gebäude gesprengt worden. Zuvor ist auch schon der kleinere Nebenmast von den Experten nach Plan gesprengt worden. Die Mittelsendemasten am Biesenberg, die mussten entfernt werden, da die Erhaltung nicht mehr rentabel gewesen wäre. Pünktlich um 15 Uhr werden die Sprengsignale gegeben. Dann erfolgt die Sprengung. Und der 265 Meter hohe Mast stürzt in sich zusammen, exakt so, wie es die Sprengmeister geplant haben. Auf jeden Fall Erleichterung und zu sehen, dass alles sehr nach planmäßig mit den eingemessenen Toleranzen verlaufen ist, sage ich sehr gut. Eine Meinung, die auch die vielen Zuseher hier oben am Biesenberg vertreten. Ja, super, kurz und bündig. Also sehr kurz, also ganz baff eigentlich, das war eigentlich gleich weg. Ja. Bin damit aufgewachsen und jetzt, sag ich jetzt einmal, so eine Sprengung sieht man nicht alle Tag bei uns. Weil es laut war und es war schöner als Silvester. Knapp 3 Stunden davor ist der kleinere 120 Meter hohe Nebenmast gesprengt worden, wenn auch nicht wie geplant. Denn ein Bewohner in der Nähe der Sprengung weigerte sich beharrlich, sein Haus zu verlassen. Erst nach Eingreifen der Polizei konnte er in Sicherheit gebracht werden und mit 40 Minuten Verspätung die Sprengung erfolgen. Und was nach wenigen Sekunden zu Ende war, hat intensiver Vorbereitungen bedurft und auch körperlicher Höchstleistungen. Alle, die am Projekt beteiligt waren, haben sehr viel geleistet. Alle haben 150% gegeben. Und allein das Auf- und Niedersteigen, wir waren da circa knapp 10 Leute, die was am Turm oben gearbeitet haben. Wir haben in Summe sicherlich die Höhe vom Mount Everest, und zwar von 0 bis zum Gipfel, an Höhe zusammengebracht. Und so sieht der Biesenberg nach 77 Jahren als Mastenstützpunkt jetzt aus. Nämlich um 2 Sender weniger, dafür um ein wesentliches mehr an Fernblick. Also es hat geklappt, die Sendemasten sind gesprengt und der Sender Geschichte. Ja, heute braucht man den Sender Biesenberg nicht mehr, aber zu Beginn des Rundfunks in Österreich war das schon eine Riesensache. Der 28. Mai, ein lauer Sonntag des Jahres 1933. Alles, was Rang und Namen hat in der Ersten Republik, findet heute den Weg auf den Biesenberg. Die Eröffnung des Senders ist ein gesellschaftliches wie kulturelles Großereignis. Und so drängen sich Staatskarossen Sonderzahl auf dieser Anhöhe am Stadtrand von Wien. Die Damen der Society tragen Festgewand, die Herren gönnen sich schon mal ein Gläschen. Die Selenophon-Licht- und Tonbildgesellschaft band das historische Ereignis für die internationale Wochenschau auf Zelluloid. Ein Jahr später, 1934, befindet sich der Sender Biesenberg wieder im Fokus der Wochenschau. Der Rundfunk in Österreich ist damals 10 Jahre alt. Seit Mai 1933 steht dieses neue Wahrzeichen Wiens in Betrieb als stimmgewaltiges Zeugnis österreichischer Rundfunkleistung. Nur insgesamt 12 Jahre lang wird diese erste Sendeanlage auf dem Biesenberg in Betrieb sein. Aus taktischen Gründen will die SS bei Kriegsende die gesamte Anlage zerstören. Es gelingt nur zum Teil. 1945 sollte die Anlage von der abziehenden deutschen Wehrmacht gesprengt werden. Und da kann man hier auf dem Boden noch die Einbrandspuren der ausgelegten Zündschnüre sehen. Das war soeben ein Zeitsprung ins Jahr 1997. Der langjährige ORF-Techniker Jürgen Konrad nimmt gerade den Sender Biesenberg nach 2-jähriger Pause wieder in Betrieb. Mittlerweile gilt die Anlage als Meilenstein der Rundfunkgeschichte und der Biesenberg ist bekannt für seine Sendemasten. Seit der Neueröffnung des Senders auf dem Biesenberg im Jahr 1959 ist er vor allem ein Fenster zum Osten. Die Mittelwellensender des ORF gelten in den Jahren des Kalten Kriegs als verlässliche Informationsquelle für die Menschen im östlichen Mitteleuropa.